Yeah, wir sind unterwegs. Und jetzt heißt es für uns ein Jahr Leben im Wohnmobil. Unterwegs zu sein und die Wunder der Natur zu entdecken und wieder zu erleben, so richtig staunend durch die Welt zu ziehen. Und genau das dürfen wir jetzt wieder, erlauben wir uns. Wir werden circa ein Jahr im Wohnmobil reisen durch Europa, vor allen Dingen Italien zunächst mal. Dann möchten wir im Hochsommer wieder mehr in den Norden, wahrscheinlich nach Norwegen. So ganz genau haben wir es aber gar nicht festgelegt. Wir werden uns wirklich treiben lassen. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns hier auf meinem YouTube-Kanal JBTV. Wir werden nicht nur Videos machen, sondern auch viele Fotos. Die Maya macht ganz tolle Fotos. Schaut auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Verlinke ich euch alles mal hier unter dem Video. Da werden wir auf jeden Fall immer aktuell Fotos posten. Und bei Facebook gibt es auch immer noch andere kleine Schnipsel, irgendwelche Artikel, alles, was ich so finde, was irgendwie interessant ist. Lohnt sich also auf jeden Fall, da auch mal reinzuschauen. Ja, wir sind jetzt in Südtirol. Das Wetter ist ein bisschen nebelig hier, also richtig nebelig. Es hat auch die ganze Nacht geregnet, ziemlich kalt. Aber ich glaube, wir werden noch genug Sonne erleben dieses Jahr. Insofern ist das einfach jetzt mal ein frischer Start. Und so ein Nebelwald, der hat ja auch irgendwas total Mystisches, finde ich. Das ist eine voll schöne Atmosphäre. Irgendwie sind wir auch total kaputt. Also wir machen auch sowieso einen ganz langsamen Start. Wir waren erstmal noch 2 Tage in Deutschland, sind da ganz gemütlich einfach nur so kleine Strecken gefahren. Da kommt sie, die schönste Frau der Welt. Und? Schön? Schön. Kalt. Ja, ist echt frisch, ne? Ja. Aber sehr mystisch. Habe ich auch gerade gesagt. Kann ich nicht an. Ja. Ja, dann werden wir jetzt weiter tingeln nach Italien die nächsten 2-3 Tage zum Gardasee. Da wieder ein paar Tage bleiben und dann haben wir noch ein Ziel in ca. 3 Wochen, glaube ich, beim Mutmacher-Camp in der Toskana. Und ansonsten werden wir uns hier rumtreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, treiben lassen und die Schönheit und die Abenteuer der Natur entdecken. Und genießen. Und genießen. Love me, we got time.
frisches Bergquellwasser. Das mag der Silberpfeil am liebsten. Wir waren jetzt 2 Tage komplett offline hier im Null-Handy-Empfangsgebiet. Total geil, mitten in der Natur. Lago di Tovel. Absolut empfehlenswert. Yeah. Boah, richtig geil. Wir müssen jetzt weiter nach Arco. Und deswegen werden wir jetzt wieder aufbrechen. Zu diesem See hier. Da gibt es ein extra Video. Schaut euch das unbedingt mal an. Das ist wirklich ein absolut geiler Geheimtipp hier. Mega geile Natur. Super wenig los. Richtig, richtig klasse. Wir sind die Special Camper. Ganz genau, yeah. So, wir waren jetzt in Arco. Das Wochenende bei Stefan Hine und sind total relaxed und resettet, wie man sieht. Im meditativen Zustand. Und das ist der Matze. Hallo, Matze! Der hat sich auch ein schickes Womo geliehen hier. Richtig große Kiste. 7,40 Meter. Komm, zeig mal. Mach mal eine Roomtour hier. Treten Sie ein. Genau. Nur eine Empfehlung an alle. Kein Teppich. Ja, stimmt, das ist unpraktisch. Das ist total scheiße. Also Teppich ist echt total kacke. Ja, es ist richtig viel Platz hier, ne? Platz ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Tisch groß genug für eine große Pizza. Das ist auch immer wichtig. Ja, ganz wichtig. Das passt bei uns nicht rein. Nee. Was mir fehlt zum Beispiel jetzt auch am Ding, ne? Arbeitsplatz halt. Jetzt gestern beim Schnippeln oder so. Ah, ja. Ne? Du hast halt keine Arbeitsfläche mehr in dem Sinne. Ja. Hast du mal bei uns geguckt? Aber ihr habt neben dem Herd noch ein bisschen Platz zum Schnippeln. Ja. Ja, das stimmt schon. Ist nicht wirklich so ganz praktisch hier, das stimmt. Ja, dafür hast du aber 3 Flammen, ne? Und eine richtig große Spüle. Wir haben ja nur so ein Mini-Spüle-Ding. Aber ich hab echt gemerkt. Boah, hier, was ist das denn für Luxus? Ja, natürlich, jetzt mit Ofen. Ich wollte gestern auch noch mal eine Pizza aufwärmen. Ich hab's aber nicht auf die Reihe gekriegt, ehrlich gesagt. Ich weiß doch nicht so ganz. Brötchen, Aufbackbrötchen, Ofen und. Ja, hier, nee, das ist schon hier. Hier Grill kannst du machen und also richtig Ofen. Ach, anscheinend. Nicht schlecht. Ja, übertrieben natürlich, aber. Was ist das hier? Aber großer Kühlschrank ist schon cool. Also Gefrierschrank ist echt gut. Großer Kühlschrank. Und ich habe gemerkt, weil ich war, wenn wir bei meinen gucken, ne, ich hätte einen kleinen Kühlschrank. Oder einen großen. Und ich habe gemerkt, ich brauche auf jeden Fall einen großen. Auch. Mhm. Irgendwie so, ne? Weil ich bin so ein Chaos-Einkaufer. Okay. Das kenne ich. Immer zu viel und hin und her. Ja, die Bad-Sektion ist natürlich schon... Ja, das ist Luxus, ne? Luxus. Wow. Geil, man kann auch wirklich geil drin duschen, aber... So. Ja, es ist schon cool, aber das macht's halt dann... riesig einfach auch. Ja. So, und wir fahren jetzt weiter. Wir werden jetzt weiter Richtung Süden tingeln und wie es weitergeht,
Das seht ihr im nächsten Video. Ciao, viel Spaß. Tschüss.